Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine mitten in der Quest Pferde Phantom, wo wir mit Plötze reden können und auf der Suche nach einem Astralwesen sind. Ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. Sag ich doch. Plötze hilft also, mehr als sonst, aktiv. Geralt, guck mal! Das ist doch eindeutig eine Spur! Eindeutig zweideutig, wenn ich sie dann mal anklicken könnte. Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie ein Hüsima auf dem Friedhof, als wir Kuhle gejagt haben. Es riecht nach... Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Oh, Schenkelklopfer. Ja, ohne Spaß. Plötze sucht, wir suchen. Also gut, jetzt weiß ich, woran wir sind. So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Jämmerlich wenig. Jämmerlich wenig. Das fasst es, denke ich, ganz gut zusammen. Wir wissen nicht viel. Es ist irgendein Geist und aus irgendwelchen Gründen setzt er der Einsiedlerin zu. Er ist immateriell und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn bekämpfen soll. Wenn wir ihn überhaupt finden. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr. Ja, das ist schlüssig. Nachtmahre sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch. Da ist er doch. Oh, in der Tat. Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Na dann satteln wir auf und reiten dem Nachtmahr hinterher. Verfolgungsjagd. Da ist der Nachtmahr, Geralt. Ich bin schon dabei. Ich gebe mein Bestes. Hey da, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten. Nein, musst du nicht. Müssen. Du hast einen hervorragenden Sattel, der eine ausgezeichnete Ausdauer gibt. Ja, es wird schon hinhauen. Ja, es gibt übrigens eine Kleinigkeit, die ich noch ansprechen sollte. Ich synchronisiere das Ganze hier nach. Ich habe ungefähr 4 Stunden aufgenommen, bevor mir aufgefallen ist, dass mein Mikrofon nicht eingestöpselt ist, weil ich das entfernt habe letzte Woche, als ich hier wunderschön alles sauber gemacht habe. Scheiße! Ja, da steht mir was bevor. Ich wollte es nur mal gesagt haben, falls das Ganze mal nicht so ganz zueinander passt. Und hey, kennst du den? Kommt ein Pferd in die Taverne? Stellt sich ein Bier. Sagt der Bier? Gern, aber warum so ein langes Bier? Verlieren wir den Nachtmahr nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Laufplätze. Was zur Hölle glaubst du? Im Moment ausruhen, weil die Ausdauer am Ende ist. Aber das ist kein Problem. Wir kriegen den trotzdem. Auch reichlich weit, wo der Kollege hier hinreitet. Aber wer hätte das gedacht? Na komm. Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Mordgrand Friedhof. Einfach vom Erdboden verschwunden. Mal kurz nachschauen, wo wir hier eigentlich gerade gelandet sind. Das weiß ich ja immer gern. Okay. Bei der Burg Morgan und wir sind von da sind wir gekommen, ne? Genau, da ist die Bude. Ganz schön weites Streckchen, was wir hier hinter uns gebracht haben. Sorry, wenn ich jetzt hier die Geschichte etwas unterbreche. Ja, dann schmeißen wir mal Quen an. Sieht aus, als würden wir es hier... Ach du Scheiße! Ja, was du nicht sagst. Du kommst hier mit, was ist das denn? Panther wahrscheinlich. Spuk! Oh Götter, was ist das für Riesen der Mondkerl? Das passiert immer mal wieder. Macht übrigens, wir kriegen den Kleinen hier. Hauptsache Quen. Okay.
Wahrscheinlich kommen sie jetzt gleich wieder neu. Jawohl, da ist der erste. Wow. Was? Sehr, ja, sprunghaft. Ich denke, wir kriegen das hier ganz gut im Griff. Geben wir vielleicht an sich noch eine Möglichkeit. Ich denke, man sieht auch, wie wichtig, wertvoll hier Quen wieder ist. Okay, jetzt nicht mehr. Mal wieder neu aktivieren. Und damit sollten wir es erledigt haben. Jawohl, auf Wiedersehen Katze, auf Wiedersehen Spuk. Und damit können wir den Grabstein untersuchen. Sieht auf jeden Fall optisch schon mal sehr interessant aus. Dieser Grabstein leuchtet so magisch. Ja, drauf, aber du musst den Kopf nicht reinstecken. Hm, Toussaint Ritterstahlschwert. Nett. Kann man verkaufen. Brauchen wir aber wahrscheinlich erstmal selbst nicht. Marcello Clerici. Ritter. Letztes Jahr gestorben. Ungefähr was gleiches für ein Alter Zufall. Wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen. Nein. Und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Mhm. Ah, und da ist er, der Herr Ritter. Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lass mich erklären! Sprich. Fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich. Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Etwas Monströses. Ja. Und warum erscheint er dann als Pferd? Das ist ja mal eine ganz wesentliche Frage. Was ist da zu vergeben? Wir arbeiten uns durch. Beginnen wir mal mit der Frage nach dem Pferd. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht. Aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Ja, warum denn als Pferd? Aber was verbindet die beiden? Du und die Einsiedlerin. Woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde Knappe und nahm sie mit an den Hof. Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Auch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als so hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nicht verstanden, als ich noch lebte. Traurige Geschichte. Der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht all ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Hm. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Bleibt aber immer noch die große Frage, warum die Vergebung? Was hat er denn getan, dass es Vergebung überhaupt braucht? Darum geht's doch. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Tierquäler. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier.
Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Inastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Tierquälerei geht gar nicht. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Ist doch deine Schuld. Da musst du dich besser um dein Pferd kümmern, es besser ausbilden. Es kann doch nicht sein, nur weil du sauer bist, dass du ein Tier verletzt oder sogar tötest. Aber gut. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame. Vergib mir meine Sünde. Tja. Eigentlich hat er keine Gnade verdient, aber wir sind ja hier auch ein netter Hexer, ne? Also soll Plötze doch mal entscheiden, ob hier Vergebung möglich ist oder nicht. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. In der Tat. Ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, um uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zu befestigen. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Nun gut, ein versöhnliches Ende. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Eigentlich würde ich den Friedhof gerne nochmal untersuchen, ob hier noch andere tolle Sachen gibt, wie das Schwert oder dieses Geld, was wir da gefunden hatten. Aber das scheint jetzt erstmal nicht möglich zu sein. Wir reiten direkt zurück. Trotzdem aber eine schöne Quest. Eigentlich von vorne bis hinten. Das Setting hier ist schön mit diesen Rosen, diesen Elfenruinen und so. Ihre Story. Das mit Plötze. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war, als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen. Ja, und da ist es auch schon rum. Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Ja, was ich sagen wollte, eine schöne Quest. Und sehr gut, dass wir darüber gestolpert sind. Oh, Charaktereintrag. Plötze, aktualisiert. Es wäre, denke ich, sehr schade gewesen, wenn wir die hier verpasst hätten. Hatte mir wirklich ziemlich gut gefallen. Also, schön gemacht, aber einfach auch mal ein bisschen was anderes. Nicht immer nur blind draufhauen. Und auch mit Plötze und so weiter, da sieht man auch, die Entwickler nehmen sich auch ein bisschen selbst auf die Schippe. Und das ist, denke ich, auch ganz gut. Das war verklickt. Ja, wir sind jetzt wieder bei ihr. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Der Friedhof ist hier hinten. Den markieren wir uns gerade mal, dass wir da nochmal vorbeischauen. Ja, wir hatten ja noch so einiges vor. Wo wir zum Beispiel nochmal hin müssen, ist diese Höhle. Weil ich schaue mir ja immer die Folgen nochmal an. Nachdem ich sie aufgenommen habe, um meinen kleinen Text für Facebook schreiben zu können. Und da ist mir aufgefallen, dass wir da wahrscheinlich was übersehen haben. Da müssen wir also auf jeden Fall nochmal hin.
Es ist die Frage, wie verbinden wir das? Zum Friedhof würde ich nochmal, wie gesagt, gerne dort würde ich hin. Hier unten haben wir auch noch Fragezeichen. Vielleicht gehen wir erstmal zu diesem nicht erkundeten Ort, dann eventuell nach links zu dem Fragezeichen, dann runter zum Friedhof. Und von da könnten wir dann Schnellreise antreten. Castel Ravello wollten wir auch noch hin zum Anschlagbrett. Ach, da sind auch noch Fragezeichen. Ja, also wir haben hier noch einiges vor uns. Aber ich denke, das Erste, was wir machen, ist meditieren. Zur üblichen Zeit 6 Uhr, wo der Tag angebrochen ist. Wir haben auch nicht mehr viel Platz. 43, 143 von 170. Dann sind wir wieder überladen. Das heißt, verkaufen müssen wir dann auch mal. Eventuell mache ich das auch einfach offscreen. Ist vielleicht ganz schön. Dann sparen wir uns eher ein bisschen Zeit. Ah ja. Das klingt nach Geistern. Ich tippe mal auf Geister. Hier haben wir also den Olivenhain. Bewachter Schatz. Komm jetzt. Ich ziehe schon mal das Schwert. Quen mach mal drauf. Und Frau mit Käppchen reden? Ich speichere nochmal. Lass mich. Okay. Da haben wir offensichtlich eine Leiche. Ritter Christoph Gura aus Tagebuch. Wächterrüstung. Farbe, gehärteter Stahl, durchdrungener Kristall, sehr gut. Die Meritiumerz, 175 Öcken und noch ein bisschen Kleinkram. Lesen wir mal das Tagebuch. Meine geliebte Sophie hat einen anderen. Ich werde mir nicht das Hemd aufreißen, die Götter nicht verfluchen und keine Rache schwören. Meine Sophie ist voller Lebensenergie. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann überquillt und sich in andere Kanäle ergießt. Nun ist es an mir, diese Kanäle abzudichten, meinen Rivalen zu bezwingen und zu hoffen, dass meine Mauer ausreicht, um ihrer Vitalität gerecht zu werden und uns ein gemeinsames Leben im Überfluss zu ermöglichen. Ich habe ihr bereits vergeben. Jetzt muss ich nur noch ihren Liebhaber finden und aus unserem Leben entfernen. Gestern bin ich Sophie gefolgt. Ich habe ihr Stelldichein im Olivenhain, wie romantisch. Sie haben ihr Stelldichein im Olivenhain, wie romantisch. Also, als sie sich trafen, flogen Vögel über den Hain. Ein ganzer Schwarm mit reichlich gezitterter, wie zur Feier der Liebenden und zu meiner Verhöhnung. Diese Symbolik. Ich sehe, wie diese Romanze meine liebste Frau auslaugt. Seit sie sich mit ihrem Liebhaber trifft, wird sie ständig blasser. Nachts schleicht sie ziellos und wie blind durchs Haus. Sie war so lebendig und strahlend. Nun ist sie kraftlos, apathisch und resigniert. Ich muss allen Mut zusammennehmen und dieses Verhältnis beenden. Ich, Christophe Duguerie, verachte Gewalt. Ich werde diese Angelegenheit pragmatisch lösen. Schon steht ein Sack in nilfgaardischer Florin bereit. So schwer, dass ich ihn kaum heben kann. Ich warte, bis Sophie vom Treffen zurückkehrt, dann schnappe ich ihn mir und mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Heiliger Majoran, gib mir Kraft. Ja, Vögel ausgelaugt, das klingt alles ein bisschen nach Vampir, nach Proxa, um genau zu sein. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, was es mit dieser Frau auf sich hat. Ist das die Bruxa? Bis dato sind die ja immer so aufgetreten als Frau im Gewand. Aber ich weiß nicht, ist das Quest jetzt irgendwie gerade so ein bisschen festgefahren? Sollte die sich in eine Bruxa verwandeln? Schauen wir nochmal, ob wir es finden, ob es hier eingetragen ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich hätte jetzt also schon erwartet, dass wir einfach jetzt gegen die gegen das Monster kämpfen müssen. Wir haben jetzt auch den Schatz einfach gehoben, ohne dass was passiert ist. Also, okay, es geht los. Bruxa, wie erwartet, Level 46. Ja, und au. Oh Gott, die schmeißt uns ja einmal quer durch den Liefen ein. Scheiße. Okay. Wir haben Quent drauf. Wir werden vielleicht auch einfach Irden brauchen. Ich wechsle mal, einfach um sich festzuhalten. Zumal sie auch unsichtbar ist. Ich sehe sie nicht mal im Moment. Ist irgendwo. Oh Gott. Wir setzen uns ganz schön zu. Ja, jetzt saugt sie an uns rum. Wir hätten mal schwarzes Blut lehnen sollen. Ja, in der Tat. Schwarzes Blut.
Achso, müssen wir uns jetzt unbedingt heilen, sonst ist der Kampf hier vorbei. Wow. Ja, das ist schon wieder unsichtbar. Wie schnell die ist. Unglaublich. Also, wir müssen kurz unterbrechen. Glücklicherweise können wir das, ja. Also das eine Wichtige ist mal das Öl. Wir brauchen Vampiröl, wenn ich es denn finde. Draconiden, ihr fällt uns immer noch. Orchiden, Vampiröl. So, das legen wir mal auf. Dann schwarzes Blut, wenn es uns nochmal beißt. Kriegt sie die Schelle. Wo haben wir das schwarze Blut? Hier unten, jawohl. Werfen wir ein. So. Und dann auf in den Kampf. Aua. Und wieder ein bisschen nach hinten. Oh, oh. Das war knapp. So, ich hoffe ja, dass sie hier reinkommt. Ja. Dass die Falle sie festhält. Gott. So, jetzt. Genau, jetzt ist er am Nuckeln und jetzt sollte sie auch auf die Fresse bekommen. Vergiftet. Und sie ist in der Falle. Jetzt sollten wir sie eigentlich kriegen. Viel Leben hat sie nicht mehr. Jawohl. Ganz schön zur Sache. Jetzt kreuzt sie da noch ein bisschen rum. Papierblut, Speichel, Zahn, blaues Mutagen. Oh, das war nicht ganz ohne. Was haben wir da noch? Liebesbrief. Allerliebstes Mädchen, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Meine Nächte sind rastlos, mein Kopf ist voller Gedanken an dich, nur an dich. Wenn mir jemand vor einigen Monaten gesagt hätte, dass ich mich je zu solch brennender Leidenschaft mit einer anderen Frau verbinden würde, hätte ich diese Person ins Gesicht gelacht. Aber jetzt habe ich nur noch den Wunsch, dir nahe zu sein. Christoph ahnt wohl langsam etwas, aber ich hoffe, dass ich seine Ängste beschwichtigen kann. Ich möchte ihn möglichst nicht verletzen. Er ist ein guter Mann, warmherzig und ehrlich, aber das Feuer, das einst zwischen uns gebrannt hat, ist erloschen. Ich weiß, dass du das verstehst und ich freue mich, ehrlich zu dir sein zu können. Bis wir uns wiedersehen, das kann nicht bald genug sein. Und bitte pass auf dich auf, Symina. Deine dich unendlich liebende Seraphin. Ja, da haben wir also ja, tatsächlich eine Liebschaft zwischen einer Bruxa und einer Dame hier aufgedeckt. Ist auch gleich ein bisschen heller geworden hier. Wir gehen nochmal nach oben und schauen kurz in die Bude rein. Okay, da war irgendwie das Interface noch am Hängen. Wenn wir schon mal hier sind. Also auf jeden Fall deutlich heller geworden. Aber irgendwie kann ich mich noch nicht so ganz bewegen. Ah ja, jetzt geht's. Okay. War wahrscheinlich, weil da kurz noch das Meditierenfenster eingeblendet war, nehme ich mal an. Ja, und schauen wir mal, ob wir hier eventuell was finden. Strahlender Sonnenschein jetzt, ob wir hier rein... Wow. Wir können wirklich hier rein? Das ist, glaube ich, eins von zwei Häusern in der Welt von The Witcher hier von Blood and Wine, wo wir mal rein können. Pergamentnotiz, Laute und Rivischer irgendwas. Nehmen wir mit. Hier noch ein bisschen Kleinkram. Gut. Keine sehr spannenden Sachen, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das Bild würde ich gerne mit dem, würde sich gut bei uns zu Hause machen. Ja, dann packen wir die Fackel wieder in die Hose. Ah, hier sehen wir schon 154. Wir werden immer schwerer. Wir müssen wirklich mal gelegentlich zusehen, dass wir hier was verhökern. Ja, noch hier haben wir doppelte Sachen dabei, die können wir dann gelegentlich mal verkaufen. Das verwirrt mich immer so, hier dieses Ballistenschema und die alte Karte, dass das nicht als gelesen angezeigt wird. Nun gut. Das heißt also, hier sind wir fertig. Dann reisen wir noch zum nächsten Fragezeichen hier rüber. Frei nach dem Plan. Lass mit den Fragezeichen mal ein bisschen vorankommen. Bisschen snacken müssen wir noch, um die Gesundheit wieder hochzubringen. Nochmal wieder Quen rein und ja, Quest ist im Moment eingetragen. Dass wir den Schuhputzer aus der Version finden sollen, das werden wir allerdings noch nicht tun. Denn jetzt machen wir erstmal hier noch die Fragezeichen soweit fertig. Wie gesagt, Friedhof schauen wir uns nochmal an, aber alles Step by Step. Aufträge von Vinson. Hier scheint es auch kein Loot zu geben. Ja, sofort. Ich muss euch nur erst noch ausrauben. Aber irgendwie habt ihr gar nichts, was ich rauben kann.
Ja, das kenne ich. Oh, da ist der Baguette-Mann. Bist du der? Schon blöde Gelenke weh. Weinhändler. Sehr schön. Ja, Hexer? Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Hm. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin dir nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Irgendeine Bestie, sehr unkonkret. Ja, natürlich machen wir das grundsätzlich erstmal gerne, aber wir müssen auf jeden Fall über dieses Thema Bezahlung reden. Ich könnte mir die Sache mal. Das ist ja überschaubar. Aber nicht kostenlos. Ich finde irgendwie bei den Sprachsamples, das passt immer nicht so ganz. Das klingt schon vernünftiger. Ist aber immer noch zu viel. Zum einen gibt's da irgendwie nur so zwei. Das klingt schon vernünftiger. Und zum anderen hat er ja eben mit einem Sample eingestiegen, was gar keinen Sinn gemacht hat. Ein gerechtes Angebot. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Nee, was ich sagen wollte, ist halt einfach, das passt irgendwie nicht, ne? Ich meine, er sagt schon, das klingt schon vernünftiger, dabei haben wir noch nie ein anderes Angebot gemacht, also, ja. Gut. Nehmen wir mal das Quest aus. Und was wir außerdem machen sollten, ist eine Katze reinwerfen, dass ich wenigstens ein bisschen was sehe. Ihr seht wahrscheinlich schon relativ gut, bei mir ist immer das Problem mit dieser seitlichen Lichterentstrahlung. Kriege ich aber auch nicht wirklich gelöst. So, hier sieht es auch schon recht ausgebaut aus, da hatten wir ja schon Höhlen, die sahen wesentlich bescheidener aus. Mal schon mal gucken, wenn ein Hexer sind, ob hier irgendwas ist. Und es ist ein wunderschöner Riesentausendfüßler. Oh. Den haben wir aber ganz gut in den Griff bekommen, wenn ich so an die anderen Kämpfe denke. Na gut, schauen wir mal. Der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein. Oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich gehen uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mit ein paar Arbeiter holen können, um einen Keller auszuheben, aber dann muss ich vorerst weniger Wein abfüllen und das will ich auf keinen Fall. Außerdem ist jeder Keller einer Kalksteinhöhle unterlegen. Ich habe die ideale Höhle gefunden, sie ist groß und auch nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich den Felsen spazieren war. Okay, ich bin mit dem Fuß in eine Felsspalte getreten. Und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Als ich eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf dem Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Eingang fand. Morgen werden wir anfangen, die Höhle in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin zu schaffen. Späterer Eintrag bestehend aus hastig geschriebenen Worten. Monster in der Höhle, Riesentausendfüßler, Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen, noch einmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Passt immer nicht so ganz, ne? Weil ich da halt jetzt keinen Einfluss mehr drauf habe. Und es kann sein, dass ich mir quasi selbst den Boden unter den Füßen wegziele. Ziel heißt das. So, dann looten wir mal alles weg. Hier ist der Wein direkt in Flaschen in Fässern abgefüllt. Großartige Angelegenheit. Finde ich gut. Macht den Abtransport einfacher. Ganze Fässer hier rauszuschleifen, wäre wahrscheinlich schwierig. Da hinten haben wir noch was. Allerdings alles keine sehr spannenden Sachen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weitergehen. Nein, hier geht's nicht lang. Wo geht's denn lang? Hier. Okay, da sehen wir schon, da sind mehr Hesentausendfüßler. Mach mal das Schild an und ziehen unser Schwert. Aua. Und schön reingesprungen in den Jahrtausendfüßler. Wie kann der da hochkommen? Da ist Holz. Egal. Wir kriegen ihn trotzdem. Einmal unter der Plorre wegdrücken und dann ist er auch schon breit. Da kommt der zweite. Sehr nett von ihm. Ja.
Wir haben ein besseres Schwert und die Monster sind auch nicht mehr so ganz auf unserer Kuppe, denke ich. Deshalb mag das jetzt hier so gut gehen. Okay, da geht's nicht weiter. Sah eben aus wie Tageslicht. Macht der Trank. Hier können wir hochgehen. Ah, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich gerne aus. Da geht's irgendwie noch nach oben über eine Leiter. Aber mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Nicht, dass wir was übersehen. Da wieder Flaschen und Fässern. Sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts mehr. Dann können wir also mal die Treppe hochkrabbeln. Besser gesagt Leiter. Noch hier vorne. Mal schauen, wo wir da noch hinkommen. Scheint ja eine recht große Höhle zu sein. Und die haben auch schon eine Weile geschafft hier tatsächlich. Ah, und da stehen wir direkt neben einem lootbaren Gegenstand. Sehr, sehr nett. So, links, rechts. Wow, das ist wirklich ein bisschen groß hier. Wo kommen wir da hin? Okay, da müssen wir irgendwie springen. Oh, oh. Verdammt, da ist der Ausgang. Okay. Ach, die Katze hat auch aufgehört. Fackel. Und wieder zurück. Hügel von Duntien. Wunderbar. Boah, ich sehe nichts hier. Echt krass, ich nehme nochmal eine Katze. Und dann probieren wir es einfach nochmal. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn das hier so weitläufig ist. Ich habe da immer etwas Sorge, was so... fuck. Ich hätte nach rechts laufen sollen. Okay. Links war eine blöde Idee. Nach rechts. Müssen wir gehen. So, und dann hier hoch. Und dann müssen wir darauf achten, wenn wir wieder an dieselbe Stelle kommen, dass wir etwas springen. Aber vielleicht gehen wir erstmal zur anderen Seite tatsächlich. Da haben wir... naja, Elfenschmiedewerkzeug, okay. Und tatsächlich geht es hier auch schon gar nicht mehr weiter, ne? Nö, hier ist nichts mehr. Ja gut. Kann man hier noch irgendwie... ach Gott, lass mich raus. Das sieht aus, als würde es weitergehen. Ja, täuscht wohl etwas. Ja, hier ist auch zu. Okay, dann müssen wir nur noch geradeaus springen, 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 springen. Und geschafft, jawohl. Und hier ist genau gar nichts. Ja. Sehr schön, dass wir trotzdem noch mal mit dem Aufwand drüber gehüpft sind. Ja, dann wären wir auch schon fertig. Ich meditiere mal kurz, damit die Wirkung vom Trank nachlässt und Tränke aufgefüllt werden. Und dann können wir auch schon hier rausmarschieren. Und mit dem Herr Winzer reden. Wo ist er denn? Da. Hab ich doch schon. Der Hexer. Hm. Was soll's? Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen? Schon getan. Da waren ein paar Riesen. Beton. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexer. Ich mach dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in zwei Tagen wieder. 5 Erfahrungspunkte. Ich denke, auch daran sieht man. Dieser Auftrag war nicht ganz auf unserem Level. Ich muss gehen. Bis dann. Eigentlich ganz schön, dass sie das runterskalieren. Auf der anderen Seite nervt es natürlich auch ein bisschen. Deshalb ist es auch wirklich wichtig, die Aufträge eigentlich dann zu erledigen, wenn man die entsprechend passende Stufe hat. Warte, wir müssen nochmal meditieren. 2 Tage hat er gesagt. Ich weiß nicht, warum wir uns das nochmal anschauen sollen. Aber vielleicht gibt er uns ja irgendwie nochmal was. Ich weiß es nicht. Gehen wir wieder auf unsere Standarduhrzeit und dann werden wir nochmal mit ihm quatschen. Vielleicht bringt es ja irgendwie was. So, mal kurz gespeichert. Ja, und jetzt sieht man auch schon, er ist jetzt als Händler verfügbar und hier offensichtlich wieder eingezogen. Reden wir mal mit ihm. Hallo. Okay. Schauen wir mal, was er uns anzubieten hat. Angeblich wollte er ja gute Preise machen. Okay, das sind hauptsächlich alchemistische Zutaten. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Bärenfett, Quecksilberlösung. Aber das hier ist ganz interessant. Was will er denn hierfür haben, für diese Grundzutaten? Rebe ist 62. Kommt mir jetzt recht billig vor. Die muss man ja sonst auch immer teuer herstellen. Das sind ja so die mittleren Grundzutaten, sage ich mal, die zweite Stufe. Parfüm,
Ja, kann man auch mal mitnehmen. Das kaufen wir mal alles hier. Und dann Alchemie, können wir was herstellen. Ich glaube, da dürfte im Moment nicht wirklich was offen sein. Das Einzige, was tatsächlich noch immer noch fehlt, ist halt das Drakonidenöl. Die diversen Tränke. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Drakonidenöl, da fehlt uns halt immer noch der Gorgomagen. Da muss ich vielleicht auch einfach mal nachschauen, wo wir den herbekommen können. Aber das sind alles Themen für die nächste Folge. Ich muss weg. Denn hier sind wir erstmal fertig. Ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich bin natürlich auch glücklich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.